Die Kirche feiert von drei großen Persönlichkeiten die Geburt. Natürlich allen voran die Geburt Jesu. Dann feiern wir die Geburt der Mutter Jesu und die Geburt des Johannes des Täufers. Wollen wir bedenken, dass die Geburt, das Leben ein Geschenk Gottes ist? Und was wir aus dem Leben machen, das ist das Geschenk, das wir Gott machen. Schwestern und Brüder, es ist nicht selbstverständlich, dass die Frau ein Kind zur Welt bringen kann. Elisabeth war unfruchtbar und auch ihr Gatte Zacharias war wie sie schon in vorgerücktem Alter. Diese Situation, dass sie kein Kind zur Welt bringen konnten, wenigstens lange nicht, war ebenso, wie es war. Es war auf keinen Fall Ausdruck oder Folge von einem Leben, das Gott nicht gefällt. Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Ein Leben, das Gott gefällt, kann trotzdem anders verlaufen als von Seiten des Menschen gewünscht. Viele Menschen machen sich lange Zeit Gedanken darüber, ob sie ein Wunschkind sind oder nicht. Und wir müssen präzisieren, mag sein, dass ein Kind nicht Wunschkind der Eltern ist. Auf jeden Fall ist jeder Mensch ein Wunschkind Gottes. Das ist ganz entscheidend und es sollte den Menschen, wenn möglich, nicht lange beschäftigen, wie die Eltern zu ihm stehen, zum Kind. Es sollte den Menschen beschäftigen, wie Gott zu ihm steht. Hier wurde geschildert, dass Elisabeth und Zacharias hören dürfen, sie werden ein Kind bekommen. Es ist ein wunderbares Geschenk, dass in diesem Alter noch ein Kind möglich ist. Da zeigt sich auch der Name, Johannes soll er heißen, und das heißt ins Deutsche übertragen, Gott ist gnädig. Gott hat Gnade in Fülle für die Menschen. Jeder Mensch, der Gott sei Dank durch die Eltern das Leben tatsächlich haben darf, ist Adressat der Gnade Gottes. Da braucht es keine Sonderbedingungen. Nein, Mensch, du sollst leben. Und wir dürfen von verschiedenen Lebensphasen sprechen. Eine erste Lebensphase wird eingeleitet eben durch das Gezeugtwerden und durch das Geborenwerden. Die Psychologen sprechen davon, dass die Entfaltung des Menschen, das geistige Wachstum des Menschen, auch ein andauernder Geburtsvorgang ist. Manche Psychologen bedauern, dass viele ihr irdisches Leben beenden, bevor sie ganz geboren sind, bevor sie ganz die geworden sind, die sie sein können und sein sollen. Es wird gesagt, dass der Tod eintritt, wenn das Wachstum, das geistige Wachstum, ein Ende nimmt. Nicht zufällig spricht Jesus auch davon, dass es Menschen gibt, die zwar irgendwie physisch existieren, aber nicht lebendig sind. Lass die Toten ihre Toten begraben, sagt er einmal. Also dieses sich entfalten, sich innerlich und äußerlich engagieren, fördert das Wachstum, die Lebendigkeit der Seele.
Jesus weist den Nikodemus und uns darauf hin, dass es eine weitere notwendige Geburt gibt, nämlich du musst auch aus Gott, aus Gottes Geist, aus Gottes Gnade vom Himmel her geboren werden. Und das ist so der Hinweis, den wir alle den Menschen machen müssen. Die Geburt aus der Mutter lässt dich den Geist der Welt atmen. Wenn du aus Gott geboren bist, atmest du den Geist Gottes. Und das macht so das Leben der Gotteskinder aus. Und auch die geistlichen Autoren sprechen davon, dass die geistliche Geburt aus Gott auch ein Prozess ist, sodass die sogenannte alte Natur, und wir feiern dieses Geborenwerden aus Gott in der Taufe, die alte Natur soll sich mehr und mehr verabschieden und die neue Schöpfung soll mehr und mehr zutage treten. Und wenn der Mensch rund um die Uhr mit dem Geist Gottes lebt und alles, was er erlebt, für ihn eine Botschaft Gottes wird, dann, sagen die geistlichen Autoren, ist die Geburt aus Gott abgeschlossen. Wir können auch sagen, da ist die Versöhnung mit Gott, mit sich und der Welt abgeschlossen. Da ist die Angleichung an Jesus abgeschlossen. Da ist der Heilige in vollkommener Weise sichtbar. Und ein solcher braucht nur mehr ganz wenige Worte zum Zeugnis geben, weil sein Leben selbst eine Botschaft wird, wie Gott zu uns Menschen steht. Und Ziel ist, dass eben unser Leben, ähnlich wie das Leben des Johannes des Täufers, ein dauernder Hinweis auf Jesus Christus ist. Mit dem Apostel Paulus kann jeder Christ sagen, unabhängig davon, wie er seine Vergangenheit ohne Christus gestaltet gehabt hat, er kann als Christ sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und Gottes gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Das Leben der Christen, das Leben jener, die Christus in ihr Herz aufgenommen haben, ist ein dauernder Lobpreis Gottes, ein dauerndes Dankeschön, ein dauernder Hinweis, eine dauernde Verwirklichung von dem, dass Gottes Geist in uns wirkt. So lassen wir uns vom Geist Gottes und durch Zeugen, die uns von Jesus erzählen, lassen wir uns ermutigen zu einem ständigen seelisch-geistigen Wachstum, dass wir nicht auf halbem Weg stecken bleiben, sondern alles verwirklichen, was in dieser Welt und in diesem Zeitrahmen von uns mit Gottes Gnade verwirklicht werden kann. So soll der Gedanke an den eigenen Geburtstag und an den Tauftag soll uns ständig zur Bejahung des Lebens ermutigen, einerseits des natürlichen Lebens, weil auch das Ausdruck der Gnade, der Zuneigung, der Liebe Gottes ist, bejahen alles, was natürlich ist und bejahen und entgegennehmen alles, was übernatürlich ist, was wir als Gnade kennen. So verwirklicht der Mensch sich zur Ehre Gottes, zur eigenen Freude und zum Segen der Mitmenschen. Amen. So spricht Jesus: Ich schenke mich in dein Herz, damit ich in dir geboren und erwachsen werde.
Wir haben Jesus dann gut verstanden, wenn wir ihn sichtbar machen.